Let's go, neue Woche und ja, neuer Weekly-Vlog. So, Auto ist jetzt in der Werkstatt. Und wenn wir schon da sind, gehen wir noch hier kurz ins K. Das K in Lautern. Das K in Lautern, das Einkaufscenter, wohl in den Starbucks und in den TK Maxx. Was sagst du da Gutes? Ach so, limitiertes Dings. Harrison? So, die Jenny ist leicht eskaliert hier im TK Maxx. Ja, aber so ist das, wenn man nach ein halbes Jahr abstinent war, ne? Ja. Gell, Harrison? Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wie der Dommer schon berichtet hat, ich bin gestern leicht bei TK Maxx eskaliert. Also ich habe mich ehrlich gesagt seit Januar gut in Abstinenz geübt. Also keine Ahnung, letztes Jahr hat sich das irgendwie so entwickelt, dass wir immer, wenn wir uns mit den Köys in Kaiserslautern getroffen haben, ich einen Abstecher beim TK Maxx gemacht habe und das irgendwie dann auch immer irgendwie, also eskalativ will ich nicht sagen, aber irgendwie habe ich halt immer was gefunden und habe mir dann halt gesagt, okay, dieses Jahr habe ich eh so viel zu tun, wirklich hier, dass wir wirklich kaum aus dem Haus gegangen sind. Aber ich habe gesagt, nee, ich muss mich da mal ein bisschen am Riemen reißen. Und ich glaube, ich war, ich will jetzt nicht lügen, im Januar das letzte Mal bei TK Maxx. Also fast, ja, nicht ganz 4 Monate geschafft. Oder es war sogar im Dezember, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es war Januar und ich habe da aber auch so gut wie nichts gekauft. Aber dafür bin ich gestern total eskaliert und habe, glaube ich, alles nachgeholt, was ich in den letzten Monaten nicht gekauft habe. Muss aber dazu sagen, dass über die Hälfte der Sachen wirklich Geschenke sind, also schon Geschenke für die Zukunft. Also ich weiß nicht, was ihr so für ein Geschenketyp seid. Ich bin halt jemand, wenn ich Sachen sehe, dann kaufe ich das halt gerne schon im Voraus, auch wenn die Leute erst, keine Ahnung, im August Geburtstag haben oder so. Und bin da immer sehr organisiert, also ich mag das gar nicht so, das Thema Last-Minute-Geschenke. Und ich habe gestern echt so ein paar Sachen gesehen, wo mich an Leute erinnert haben. Und ich bin dann immer gern so, dass ich das dann kaufe, auch wenn die es zum Beispiel dann erst zu Weihnachten kriegen oder so. Aber gestern war echt so ein Tag, wo ich wirklich über die Hälfte meines Einkaufs war, nur zum Thema Geschenke. Aber Geschenke nicht, dass ich gesagt habe, okay, das ist ein cooler Artikel zum Verschenken, weil da habe ich jetzt noch ein paar hier. Sondern Geschenke, wo ich explizit das Ding gesehen habe und gesagt habe, ey, das passt zu dem und dem, das nehme ich mit für den und den. Ne? Also deswegen kann ich es euch natürlich nicht zeigen, weil dann wäre die Überraschung futsch. Weil ich denke, wenn die Leute das sehen würden, wüssten sie schon, dass es für sie ist. Also richtig cool, auch zusammenpassend alles so. Aber ich zeige euch trotzdem mal den Teil, den ich gekauft habe, sage ich mal für mich, beziehungsweise vielleicht zum Verschenken, wo ich noch gar nicht weiß, für wen. Aber auch nur ein Teil, weil ich glaube, ein Teil von den Büchern, die habe ich schon weggepackt. Aber ich zeige euch mal, was hier zumindest noch ist. So, also, ihr seht hier das Ausmaß. Also wie gesagt, das ist vielleicht die Hälfte von dem, was ich geholt habe, wenn es reicht. Also ich glaube sogar weniger wie die Hälfte. Also ich fange mal hier an. Die Teetasse fand ich ziemlich cool. Also ich fand es cool, als Teetasse das zu benutzen. Also mit diesem, ich weiß nicht, wie nennt man das, Hologramm oder keine Ahnung, wie nennt man dieses Perlmutt-Schimmer, nenne ich es jetzt mal, fand ich ganz cool für Tee, weil ich ziemlich viel Tee trinke. Ja, fand ich das eine schöne Tasse und ich habe eh so einen Tick für Tassen. Wer das noch nicht weiß, so, dann habe ich hier so eine Wasserkanne. Wir haben ja unsere Osmoseanlage da hinten stehen und hier seht ihr auch die Wasserkanne, die wir sonst so benutzen und da braucht man halt echt immer gut Wasser zum Abzapfen. Und die hier ist ziemlich leicht und auch in meiner Farbe, deswegen habe ich die mitgenommen. Dann Kerzen. Ja, also die hier haben mir halt gefallen. Wie gesagt, ist halt meine Lieblingsfarbe mit dem Glitzer, das hat mir gefallen. Also das ist alles, die Kerzen sind gekauft worden wegen der Farbe, weil ich hier vorne am Bild von unseren verstorbenen Lieben immer Kerzen stehen habe und fand das dann halt ganz gut. Genau. Dann fand ich das ganz cool, das ist so ein Sternenhimmel, macht das im Zimmer. Quasi, wenn man das anmacht, also hier sieht man es. Das fand ich irgendwie schon immer voll schön. Dann hier ein Band. Das ist auch ganz cool zum Verschenken. Ist aber auch zufällig, weil eine Farbe, vielleicht behalte ich es auch. Dann hier, das ist so ein Beauty-Band mit Hundeohren. Und das ist dann so richtig meine Farbe, Beauty-Band.
Und hier dann nochmal so ein Haarreif. Der ist auch praktisch, weil das hier so Schützer für die Arme hat, dass die Arme nicht nass werden. Ja, aber das weiß ich schon, das könnten Geschenke werden, sage ich mal. Finde ich aber ganz gut, weil wir alle 2 Wochen einen Beauty Day haben. Und hier nochmal mit einem Krebs. Fand ich auch irgendwie ganz witzig, weil der Doma ja immer mitmacht. Und es ist nicht ganz so weibisch, sondern mal lustig. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das verschenkt wird. Dann habe ich hier so ein Lasagneheber, nenne ich das immer. Und eine Soßenkelle, weil der Doma hat unsere, die schon seit, also die meiner Mutter gehört hat, die sie uns vererbt hat, vor über 10 Jahren kaputt gemacht gestern. Und dann hat sich das ganz gut getroffen, hier eine neue zu kaufen. Und hier auch nochmal so ein ganzes Set mit solchen Löffeln. Das ist die Ausbeute. Hier ist das Sippy Paw mal ausgefüllt, also mal gefüllt. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Das ist eh so meine Lieblingsmarke für Hunde, Zubehör, Spielzeug und so weiter. Und ist natürlich in meiner Farbe, passt natürlich super hier rein. Muss man ja auch immer dran denken. Und ich habe das jetzt hier gefüllt. Also das hier kann man so aufklappen. Ne? Dann hier, das schiebt man so weg. Und das hier, das dreht man so. Und da sind halt Leckerlis versteckt. Das ist halt so ein Geschicklichkeitsspiel. Harrison mag das eigentlich ganz gerne. Ihr seht, er weiß schon Bescheid. Sitz. Sitz. Jetzt stellen wir das mal hin. Und lass! Er guckt. Ja, so. Also er hat es schon lange nicht mehr gemacht und das Lustige ist, er merkt es total, wenn man die Kamera auf ihn richtet. Also ihr seht, guckt, da hat es schon geklappt. Zack. Fein. Damit ist er jetzt. Ah, wow! Da ist er jetzt mal eine Zeit lang beschäftigt mit. Heute gibt es Bohnen der Paprika. Und die schneide ich jetzt erstmal auf. So, ich versuche euch mal mitzunehmen. Also, die werden mit Hackfleisch gefüllt. Also, so, ich hülle die jetzt aus. Ne? Also, natürlich habe ich die erst gewaschen. Und schneide halt hier den Deckel ab. Also den Deckel, das muss man nicht wegschmeißen. Das mache ich später, kommt es mit in den Sud. Also es werden quasi kroatische gefüllte Paprika. Also ich mache verschiedene. Ich habe so ein Rezept von meiner Oma. Und das ist jetzt aber kroatische gefüllte Paprika. Wie gesagt, jetzt wird erstmal hier der Strunk entfernt. Und dann geht's weiter. So, hier seht ihr, jetzt habe ich die Deckel klein geschnitten. Das gebe ich später einfach mit in den Sud. Und jetzt geht es an die Hackfleischfüllung. Also das wird so ein bisschen durcheinander gemacht. Ca. 300 Gramm Reis mit hinzu. 2 Eier für die Menge. Also ich habe jetzt 800 Gramm Hackfleisch. Wobei, ich dann nehmen wir Salz. Also ich benutze nur Himalaya-Salz, deswegen das. Aber ihr könnt natürlich auch ganz normales Salz nehmen. Pfeffer mit dran. Beim Kroaten Vegeta nicht fehlen. Wir haben hier auf jeden Fall das Vegeta Natur. Dann hier Paprika Pulver, das ist jetzt auch aus Kroatien ein bisschen. Wird das alles quasi durcheinander gemischt. So, und dann, wenn das gut gemischt ist, werden die Paprika einfach mit der Füllung gefüllt. So, für den Sud brauchen wir jetzt erstmal eine Zwiebel. Da die aber so klein sind, nehme ich 2 Zwiebeln. So, dann kommt ganz normal Rapsöl in den Topf. Das kriegen wir dann zum Kochen. Und geben die Zwiebel mit hinzu. Also ich gebe sie mal gleich mit rein. Ich weiß, manche warten, bis es gekocht ist. Und ich gebe auch noch die Paprika mit rein und ein bisschen Tomatenmark mit rein, weil das soll auch zusammen angeröstet werden. Also so, ja, Pi mal Daumen, wie man bei uns sagt. Dann gebe ich noch so ein bisschen Paprikamark mit dazu und röste das jetzt zusammen mit an. So, dann kommt 1 Esslöffel Mehl mit dran, um quasi eine Mehlschwitze entstehen zu lassen. Dann kommt noch eine Dose passierte Tomaten dran. Also das ist dann quasi die sogenannte Saprischka.
wie die Kroaten das, glaube ich, nennen. So, jetzt wird noch ein bisschen gewürzt, also noch ein bisschen Vegetta an die Saprischka hier. Ich habe eine Hilfe hinten, dann ein bisschen noch von dem Paprikapulver, noch ein bisschen Papra, also Pfeffer und noch ein bisschen Salz. Aber ich würde sagen, das hätte ich auch vorher machen können, aber ich habe es vergessen. So sieht es aus. Jetzt kommt der Deckel drauf und dazu gibt es Salzkartoffeln. Ich habe mich jetzt doch erstmal für Salzkartoffeln entschieden. So, das sind jetzt schon mal die polene Paprika. Kartoffeln schütte ich jetzt ab. Und die Salzkartoffeln dazu. Und so sieht das Ganze auf dem Tellerchen aus. Yummy, yummy, yummy. So, irgendwie ist der Harrison heute nicht gut drauf. Wollte auch nicht mit raus irgendwie. Da hat er sich doch motiviert bekommen. Und morgen haben wir einen Termin beim Tierarzt, wieder wegen der Kralle. Wir hatten da auch einen Zeckenstich gesehen, hatten auch die Zecke gezogen. Also regelrecht gedreht und pipapo. Vielleicht ist er deswegen ein bisschen lethargisch. Schauen wir mal, wie er sich noch entwickelt. Gegessen hat er heute noch nichts. Wollte nicht so recht. Genau, mal gucken. Heute machen wir Grach. Dafür hatte ich die Bohnen schon über Nacht eingeweicht. Und ja, jetzt geht es erstmal mit dem Schnibbeln los. So, ich gebe jetzt Öl in den Topf. Lass es anbraten, also heiß werden. Und währenddessen tue ich die Zwiebeln klein schneiden und gebe die dann mit hinzu. Also Zwiebeln, Karotten, also hier Zwiebeln, Karotten und Knoblauch. Das ist so, ich habe jetzt schon mal alles geschält, jetzt wird es klein geschnitten und dann nach und nach in den Topf. So, das sind jetzt die Zwiebeln, Karotten und so, jetzt haben wir noch Rauchspeck mit hinzu und Cabanossi in Scheiben geschnitten. Der Rauchspeck wird wieder später entfernt, das ist hier für den Geschmack. Und jetzt wird das Ganze 3 Minuten angebracht. So, jetzt geben wir Wachtelbohnen hinzu und nochmal eine Minute mit anrichten. So, jetzt haben wir mit Wasser aufgegossen. Jetzt wird mit Pfeffer, Salz und Paprikapulver gewürzt. Und ich denke auch ein bisschen Vegetta, oder? Jetzt kommen noch Nudeln rein. Und fertig ist Grach. So, Kines, ich weiß nicht, heute ist Freitag, ne? Ja. Wir haben wieder ganz, ganz schlecht geblockt diese Woche, aber es war halt eben viel zu tun, was die Pflege angeht vom Opa. Da waren wir sehr eingespannt. Das Auto ist unterwegs, wahrscheinlich können wir das Auto heute abholen, hat einen Tag länger gedauert. We will see, was die Kollegen da jetzt angestellt haben, aber heute gibt's Spargel. Die Jenny war am Ständchen oben am Corner. Aha. Hat, aber du hast schon Spargelspitzen besorgt, ne? Ja. Genau, Spargelspitzen. Das macht sie dann à la Oma in einer Bechamelsoße zusammen gekocht im Topf. Und dann gibt es jetzt noch, das mache ich dann, also keine klassischen Bratkartoffeln, sondern die Kartoffeln sind geviertelt, klein geschnitten, die werden kurz abgekocht und dann schwenke ich sie alle, so wie Christian eigentlich, kennt man bei uns in der Pfalz, die in so einem gusseisernen Topf eigentlich gebacken werden, aber ich mache das in der Bratpfanne. Und da, eigentlich, das ist ja das Eigentliche, was ich haben wollte, wir haben gestern Abend Grach gekocht, also die Jenny vielmehr. Hast du gefilmt, genau. Den hätte ich heute eigentlich gern gegessen. Mal gucken, ob ich dazu komme. Aber das Gute ist ja, so ein Grach oder wie so ein Gulasch oder ein Eintopf, einen Tag länger gezogen, wird es noch besser. Wird ein Kochvlog, heißt es, aus der Regie. Hier haben wir quasi die Spargelspitzen. Die Kartoffeln, die werden kurz abgekocht. Dann von mir geschwenkt. Das sind Frühkartoffeln vom Ständchen. Genau, das sind auch Frühkartoffeln. Kilo 3 Euro. Das Kilo 3 Euro. Ja, aber Qualität muss ja auch schmecken, ne? Weil wir aber die Spitzen gingen, Kilo 14 Euro. Weil wir hatten diese Woche ganz komische Kartoffeln, die waren so, die waren weiß. Ja. Die hatten gar keinen gelblichen Tint. Und am Ständchen hat man auch direkt so eine Soße. Ach, die hätte ich gar nicht gebraucht, Soße Hollandaise, ich trottel. Ich mache ja Bechamelsoße. Das ist ja schlimm, die wird nicht alt. Ja. Die Spargel ist ja aber weil im Aldi kriegt man die ja nicht unbedingt. Da muss man wegen der Soße extra nochmal weg, für die Soße wollen. Also ich mag lange Spargeln auch ohne Soße, einfach nur mit Butter abgeschmolzen, aber...
So, und ja, da hier alles wieder okkupiert ist, habe ich mir hier die Platte rausgezogen hier und darauf werde ich noch die Pfannkuchen backen. Genau. Also, der Klassiker Pfannkuchen, Spargel, Kartoffeln. Ah, Schinken, okay, Schinken, ja, da wird es wahrscheinlich wieder gerollt, wie dem auch sei. So sieht's aus. So, für die Palatschinke, ich mache da kein großartiges Rezept, oder für die Pfannkuchen. Bisschen Mehl, in unserem Fall sowas um die 200 Gramm. Noch Mineralwasser rein, was weiß ich nicht alles. Ich mache kein Mineralwasser rein. 150 ml Milch. Sag doch schon mal an, was du machst. Palatschinke mache ich. Ja, nee, also mit welchen Zutaten? Also Mehl, ich mache für diese Art, weil die ja bei einem Spargel dabei sind, mache ich Mehl, Milch, zwei Eier, Salz. Okay. So, und da das ja heute alles ein bisschen herzhafter ist, habe ich noch für den kleinen Pfiff ein bisschen Vegetar mit reingemacht. Ja, weil es halt einfach nichts Süßes ist, ja, ohne Nutella, ohne Marmelade und sowas. Und aber hier habe ich noch Erdbeeren. Genau, die Jenny macht hier gerade noch Erdbeeren. Vom Sternchen. Vom Sternchen. Das ist wichtig, weil das sind keine Erdbeeren. Das sind keine Erdbeeren aus Spanien. Ja. So, jetzt mal kurz der Test hier. Ja, wie soll ich das erklären? Da siehst du, dass es nicht arg zu flüssig ist, nicht zu dick. Ja, richtig schön von der Masse her, so wie man es braucht für die Pfannkuchen oder Palatschinke. Genau, guck mal, so nochmal. So darf das aussehen, so darf das sein. Und so machen wir es in die Pfanne rein. So, da habe ich das Öl heiß werden lassen. Ja, das leere ich jetzt hier auch ab in so eine Tasse. Zeig die Bohnen. Hash, schön abtropfen lassen. Ja, vielleicht hat der eine oder andere zu Hause so einen Crepe Maker. Kannst du auch auf einen Crepe Maker machen, mir egal. Dann nehmen wir jetzt hier so zack, 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 eine schöne Kelle. Tash. Dann ein bisschen rüber und rüber. Der erste wird meistens nichts. Ja, okay. So kann man arbeiten, ne? So, dann versuchen wir unter einem Flip, oder? Jo. Ich glaube, ich habe den Flip nicht ganz drauf. Bratkartoffeln. Also Bratkartoffeln. Und hier der nächste Palatschinke. Zack, zack, zack. Pfannkuchen. So. Die kriegen auch langsam Farbe hier, die Kartoffeln. Also das muss einem erstmal passieren, zu vergessen, dass man heute eine Klausur zu schreiben hat. Das war alles um 17 Uhr. Ich habe ein gutes Gefühl, dass ich den noch bestanden habe, ohne wirklich großartig gelernt zu haben. Klar, vier gewinnt ist dann hier das Prinzip. Und jetzt aktuell begeben wir uns in den Podcast. Mit dem Thema, was haben wir gesagt? Motivation Irrigation mäßig. Motivation. Es gibt ganz, ganz viele Themen eigentlich, die wir hier zu besprechen haben. Aber ich denke, Motivation als nächstes hier auf dem Kerbholz, denke ich, ist stabil. Ich würde ganz gerne mal, ob man dem Thema einen ganzen Podcast widmet, weiß ich nicht. Aber ich hätte echt Bock, mal über LinkedIn herzuziehen. Wie sieht's denn aus? So, heute gibt es mal Rhabarberkuchen nach meinem Oma ihrem Rezept. So, der Rhabarber wird als erstes geschält und in so große Stücken geschnitten. So, jetzt wird das Ganze gewaschen. Ich muss nur gerade warten, bis das Wasser von der Osmoseanlage fertig ist. Ist zwar geschält, aber nichtsdestotrotz wasche ich es ein bisschen ab. Und dann kommt es wieder hier zurück. So, jetzt machen wir den Kneteig. Dafür brauchen wir 150 Gramm normales Weizenmehl. Ich siebe das Ganze
auf ganz klassische Art und Weise. So, einmal sieben. Kommt noch ein Teelöffel Backpulver, das sind 5 Gramm hinzu. 50 Gramm Butter dazu, ich schneide das so in kleine Würfelchen. Dann 2 Eigelb hinzu. Und dann noch ein Esslöffel Eiswasser dazu. Bis ein schöner Teig entsteht, quasi das Ganze kneten. So sieht der fertige Teig aus. So sieht der Teig jetzt aus. Und jetzt, so, der Rhabarber wird hier reingestellt. Der reicht mir leider nicht. Der Dommer holt mir jetzt nochmal neuen. So, das ist der Rhabarberkuchen. Der kommt jetzt 25 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Und dann kommt noch Eischnee drüber und es wird fertig gebacken. Den restlichen Rhabarber, den koche ich jetzt auf. Das hat meine Oma auch immer so gemacht. Und dann werde ich den mit Löffelbiskuit mischen. Und dann ist das wie so ein, ja, so ein Kinderbrei, würde ich fast sagen. Also hier, ich habe schon Wasser rein. Jetzt drehe ich das mal hoch und koche den. Jetzt für die Baiser-Masse nehmen wir 3 Eiweiß. So, 150 Gramm Zucker. Noch eine Prise Salz hilft ganz gut. So, jetzt kommt hier der Eischnee drüber, wenn er fertig ist, und nochmal 15 Minuten backen. So, hier habe ich jetzt nochmal Speisestärke reingegeben und lasse es nochmal aufkochen. Ein Level Biscuit in Stücke gebrochen und dann den Rhabarber drüber geben. So, und hier den Rhabarber drüber, bisschen rühren und das Ganze kalt werden lassen. So sieht jetzt der perfekte Eischnee aus und der wird jetzt hier auf den Kuchen gegeben. Man kann das mit einer Spritztülle natürlich auch machen, dann sieht es schöner aus. So, jetzt kommt das Ganze nochmal 15 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. So sieht er jetzt aus, der fertig gebackene Kuchen. Jetzt muss ich den nur noch irgendwie hier drauf kriegen. Yeah boy, it's the time again. Kein Bock, aber muss. Wo ist der Papa, Harris? Wo ist der Papa? Wo ist er? Wo ist der Papa? Wo ist er? Wo ist der Papa? Wo ist der Papa? So, let's go. Hello. Wieder hier. In the Bad Dürkheim. Kurpark. Das Kurpark Hotel. Also wie gesagt, wir haben hier heute unsere Auftaktveranstaltung für die ganze, wie nennt man das? Das ist ja, also die Veranstaltung nennt sich ja Opportunity, die Möglichkeiten mit Forever. Aber das Ganze ist ja eher so gemünzt, dass wir das langfristig, also deutschlandweit wird das jetzt ausgerollt, und dass wir halt langfristig hier den Standort haben und vielleicht auch hier im Hotel, je nachdem wie sich das Ganze noch ergibt. Ja, im Hotel, wir haben schon die Termine festgebucht. Yes, genau. Ah, okay, aber hier runter in dem Park kann man nicht steppen, ne?
die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Jetzt holen wir Mali ab. Jetzt holen wir den kleinen Harrison ab. Ja, ich will wissen. Ich will gucken, wie er reactet. Ungeschnitten, ungefiltert, One-Taker, ohne Schnitt. Okay, er bellt schon mal wie immer. Aber die Jane, no hate, die braucht immer Ewigkeiten, bis sie die Tür aufmacht. Mali! Jo! 20 Jahre nicht gesehen, ja! Hey, halt mal kurz schieben, wo? Corgi liebst du! Ja! Ja! Aber komm rein! Ich gebe dir heute, I forget to give you the money.